Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute möchte ich euch eine Idee zeigen, wie man Türgriffe oder Türknöpfe, die sehr simpel und einfach sind, verschönern kann. Und dafür braucht man nicht so viele Materialien. Man muss auch dafür nicht so viel Geld ausgeben. Aber Effekt ist wirklich so toll und somit kann man Möbel so wunderbar verändern, dass es komplett anders aussieht. Ich habe das zum Beispiel meine in zwei verschiedenen Varianten gemacht. Eine hier ist in Schäbischick. Also das ist ja praktisch grau, schwarz, weiß. Und die hier sind in Vintage-Stil, habe ich gemacht. Die sind etwas dunkler, etwas bräunlicher. Die sehen dann richtig so total schon alt aus in dem Sinne. Und gleich zeige ich euch, was wir dafür alles brauchen und wie es geht. So, dafür brauchen wir natürlich Materialien. Also ich habe dann solche Türgriffe besorgt. Ich hatte Glück, die gab es bei uns im Angebot, sehr günstig. Habe ich die mitgenommen. Und dann natürlich Kreidefarbe. Meine ist weiß. Dann Modelliermasse. Das ist je nachdem, ihr könnt in weiß nehmen oder was ihr da alles so habt. Ich habe dann meine hier, die gibt es bei Teddy oder bei Kick in weiß. Dann natürlich noch Bastelein zum Kleben. So eine Spachtel. Babyöl. Und dann werde ich noch für die Griffe natürlich, damit die dann schön werden, werde ich mich dann noch entscheiden, habe ich dann auch noch Silikonformen, selbstgemachte. Einmal so eine Krone. Mal sehen, was das dann schöner ist. Oder so eine Madame. Mal schauen, wie das dann aussehen wird. Und Silikonformen. Die sind ja selbst gemacht, wie gesagt. Ein Video davon habe ich auch schon. Könnt ihr euch angucken, wie man die macht. Es ist sehr leicht und simpel. Also man kann so viele schöne Formen machen. Also gar kein Problem, muss man dann auch nichts mehr kaufen. Und diese Teile hier, das ist alles so Streudeko. Die gab es zum Beispiel mal bei Teddy und die bei Action. Also die sind ja auch nicht so teuer. Und daraus kann man dann natürlich sehr schöne Sachen machen. Und zuerst, bevor ich das dann pinseln werde, das ist ja alles so glatt und natürlich dann mit Lack überzogen, würde ich dann zuerst mit Schleifpapier dann diese Überzug ein bisschen abschleifen, damit die Farbe dann besser hält. Habe ich dann schon mal vorbereitet. Natürlich dann abgeschliffen, wie gesagt, und ich habe schon hier zweimal gestrichen und dann werde ich dann noch eine dritte Schicht drauf machen, damit man die Stärchen dann gar nicht mehr sieht, weil die sind ja doch noch ein bisschen leicht zu sehen. Und dann kann man schon mit Modelliermasse arbeiten. So, jetzt sind die Teile schon trocken. Ich habe die dreimal gestrichen, da sieht man auch diesen Sternchenmuster nicht. Und ich habe schon angefangen zu stempeln. Dafür habe ich dann einen Schriftstempel genommen, den gibt es bei Amazon, und ein Stempelkissen. Ich nehme mal den, weil der ist ja, er schmiert nicht und es trocknet richtig schnell. Und ein Feuchtetuch. Ich habe mir schon ein Muster ausgesucht. Ich nehme dann den hier, der passt ja wunderbar dazu. Nehme ich mein Kissen und drücke einfach dieses Stück, was ich stempeln möchte, auf mein Kissen. Nehme ich ein Feuchtetuch und vorsichtshalber mache ich dann alles sauber, was daneben ist, damit mir das nicht, weil ich das nicht möchte, auf meine Oberfläche kommt, die ich dann stempeln werde. So, falls das doch passiert,
kann man natürlich dann wieder pinseln und nochmal stempeln. So. Und dann lege ich das einfach auf die Oberfläche drauf, ganz vorsichtig, damit ich nicht abrutsche. Und drücke einfach drauf. Und fertig. Und nochmal. Alles wieder wegtupfen hier mit dem Feuchtetuch. So. Und stempeln. Fertig. Das kann man natürlich auch schon so lassen. Die sehen jetzt schon so hübsch aus. Einfach nur mit Acryllack drüber, damit es auch hält und wasserabweisend ist, damit man das feucht oder so abwischen kann. Oder man kann das natürlich noch mit Modelliermasse bekleben. Das habe ich mal schon vorbereitet. Dafür habe ich dann diese Silikonform genommen. So, diese Krone hier, die gibt es auch bei Amazon. Und eine selbstgemachte. Ein Video davon habe ich auch schon, könnt ihr euch angucken, könnt ihr auch dann so alles abformen, was ihr haben wollt. Und für die hier nehme ich so eine Fliege. Und mache ich die dann mit so einer Fliege. Gefällt mir sehr gut. Oder ich nehme noch die dazu. Vielleicht mache ich dann auch so, dass ich dann zwei mit Fliege mache und zwei mit dieser Lilie, würde ich mal sagen. Dafür nehme ich jetzt Silikonmasse, mache ich mir ein bisschen Babyöl auf die Hände und verreibe die und arbeite die dann in die Silikonmasse rein, weil die ist ja nicht so geschmeidig. Und damit ich dann meine Form hier nicht mit Öl anpinseln muss ständig oder mit Speisestärke, mache ich das immer so. Jetzt nehme ich ein Stückchen, nehme ich meine Spachtel und drücke die einfach rein. So. Und dann schön von hinten Blatt streichen, damit die auch schön gerade ist. Den Überschuss nehme ich dann jetzt weg. Und arbeite die dann so rein. So. Und so flutscht die mir schon selber raus. Und so mache ich jetzt meine Fliege und meine Lilie und werde die dann mit Bastelleim, natürlich ein Pinsel, dann anpinseln und dann hier auf meine Form kleben. So, Masse ist jetzt getrocknet. Und die habe ich dann einfach mit meinem Pinsel, der so stumpf ist, und Möbelwachs einfach alles aufgetragen und dann mit dem Tuch das, was sozusagen zu viel war, abgetragen. So Stück für Stück und dann zügig abgetragen, damit das dann nicht so dunkel ist. Und dann sehen sie so aus. So, so vintage würde ich mal sagen, weil das so dunkel ist. Und die werde ich dann noch mit Acryllack noch drüber gehen. In matt, damit die dann nicht so glänzen, sondern so matt bleiben. Und dann sind die ja schon fertig. Und andere hier
die ich dann so gemacht habe. Die zwei habe ich schon fertig gemacht. Und die hier werde ich dann zuerst in Graufarbe. Das ist ja auch, wie heißt denn das jetzt wieder? Kreidefarbe, genau. In Grau. Könnt ihr auch natürlich Acryl nehmen, das ist ja gar kein Problem. Und die pinsel ich dann erstmal in Grau. Kann man natürlich auch so lassen. Oder zum Beispiel Modelliermasse in Grau nehmen. Das ist dann natürlich noch praktischer, hatte ich aber nicht. Deswegen werde ich das hier pinseln. Und es trocknet ja auch sehr schnell. Ganz vorsichtig, damit ich dann nicht irgendwo auf dem Knopf lande. Kann man natürlich einzeln rausnehmen, das ist ja gar kein Problem. Aber ich lasse die so drin. Kann man auch so arbeiten. So ganz vorsichtig. Obwohl in dem Falle wäre es natürlich praktischer, wenn man Modelliermasse schon in Grau hat, also in Steinoptik. Dann würde man sich ja dann auch ein paar Arbeitsschritte schon sparen. So. Ist ja auch schon fast fertig. Dann noch gucken, ob da vielleicht doch noch irgendwo eine Stelle nicht so viel Farbe abgekriegt hat. Den Seiten auch ein bisschen. Und dann noch etwas trocknen lassen. So, und jetzt gehe ich nur noch mit weißer Farbe einfach drüber. So schön abstreifen, damit das dann nicht so viel drauf kommt, damit die dann nur so ein bisschen betont sind. Noch etwas so, das reicht dann schon, also für mich jedenfalls. Ihr könnt natürlich so machen, wie ihr wollt, das ist ja immer Geschmackssache. Und wenn das dann trocken ist, noch mit Lack drüber gehen, damit man dann später das Feucht abwischen kann. Und dann sind die Knöpfe schon fertig. Ja, dauert ja nicht lange. Man braucht nicht so viele Materialien. Und dann kann man schon so schön um die Kante machen und dann für den Schrank oder so, so verschönern. Ja, das war meine Idee für heute. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Wünsche euch allen viel Spaß beim Basteln und Dekorieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.